Ich will jetzt gegen 7 Auffassungen von der Philosophie sprechen, die gegenwärtig sehr oft als charakteristisch für die Philosophie angesehen werden, die aber meiner Meinung nach unbefriedigend sind. Für diesen Teil meiner Vorlesungen könnte ich den Titel wählen, wie ich die Philosophie nicht sehe. Erstens, die Aufgabe der Philosophie ist nicht das Auflösen von Denkschwierigkeiten oder von Missverständnissen, obwohl solche Auflösungen manchmal nötige Vorarbeiten sein können. Zweitens, ich halte die Philosophie nicht für eine Galerie von Kunstwerken, von verblüffenden und originellen Weltbildern oder von klugen und ungewöhnlichen Beschreibungen der Welt. Ich glaube, wir tun den großen Philosophen schweres Unrecht, wenn wir die Philosophie so verstehen. Die großen Philosophen verfolgten nicht ästhetische Ziele. Sie wollten nicht Baumeister scharfsinniger Systeme sein. Sie waren vielmehr vor allem Wahrheitssucher, ähnlich wie die großen Wissenschaftler. Sie suchten wirkliche Lösungen echter Probleme. Ich sehe die Geschichte der großen Philosophien als einen Teil der Geschichte der Wahrheitssuche. Und ich lehne ihre rein ästhetische Beurteilung ab, obwohl ich zugebe, dass Schönheit nicht nur im Leben, sondern auch in der Philosophie und in der Wissenschaft von großer Bedeutung ist. Schönheit in der Philosophie und in der Wissenschaft hängt oft davon ab, dass wir den Mut haben, etwas neu durchzudenken. Ich bin sehr für intellektuellen Wagemut. Wir können nicht intellektuelle Feiglinge und Wahrheitssucher zugleich sein. Drittens, ich betrachte die philosophischen Systeme nicht als intellektuelle Bauwerke, an denen alle möglichen Ideen ausprobiert werden und in denen die Wahrheit vielleicht als ein Nebenprodukt zum Vorschein kommt. Ich glaube, wir tun den wahrhaft großen Philosophen der Vergangenheit Unrecht, wenn wir auch nur einen Moment lang daran zweifeln, dass jeder von ihnen sein System aufgegeben hätte, wenn er sich davon überzeugt hätte, dass es vielleicht brillant, aber kein Schritt in der Richtung auf die Wahrheit hin da sei. Das ist übrigens der Grund, warum ich Fichte oder Hegel nicht für große Philosophen halte. Ich misstraue ihrer Wahrheitsliebe. Viertens, ich halte die Philosophie nicht für einen Versuch zur Klärung, zur Analyse oder zur Definition von Begriffen oder von Worten. Begriffe oder Worte sind bloße Werkzeuge zur Formulierung von Aussagen, von Hypothesen, Vermutungen, Annahmen oder Theorien. Begriffe oder Worte als solche können weder wahr noch falsch sein. Sie dienen nur der beschreibenden und argumentierenden menschlichen Sprache. Es sollte nicht unser Ziel sein, Bedeutungen zu analysieren, sondern wir sollten nach interessanten und bedeutsamen Wahrheiten suchen, das heißt nach wahren Theorien. Fünftens, ich halte die Philosophie nicht für ein Mittel zu zeigen, wie gescheit man ist. Sechstens, ich sehe in der Philosophie nicht das Bestreben, sich präziser oder exakter auszudrücken. Und natürlich schon gar nicht, sich kompliziert auszudrücken. Präzision und Exaktheit sind keine intellektuellen Werte an sich und wir sollten nie versuchen, präziser und exakter zu sein, als es das uns eben vorliegende Problem erfordert. Aber Klarheit ist ein intellektueller Wert. Siebtens. Ich verstehe die Philosophie auch nicht als Ausdruck des Zeitgeistes. Das ist eine hegelsche Idee, die der Kritik nicht standhält. Es gibt allerdings Moden in der Philosophie und auch in der Wissenschaft. Aber wer ernsthaft nach der Wahrheit sucht, wird nicht der Mode folgen. Er wird vielmehr den Moden misstrauen und sie, wenn nötig, bekämpfen. Das sind meine 7 Punkte, wie ich die Philosophie nicht sehe. Ich glaube, dass alle Menschen Philosophen sind. Auch wenn sie sich nicht bewusst sind, philosophische Probleme zu haben, so haben sie doch zumindest philosophische Vorurteile. Die meisten davon sind Theorien, die sie als selbstverständlich akzeptieren.
Sie haben sie aus ihrer geistigen Umwelt oder aus der Tradition übernommen. Da nur wenige solche Theorien uns ganz zum Bewusstsein kommen, so sind sie Vorurteile in dem Sinn, dass sie meistens ohne kritische Prüfung vertreten werden, obwohl sie von großer Bedeutung für das praktische Handeln und für das ganze Leben der Menschen sein können. Solche Theorien sind die Ausgangspunkte aller Wissenschaft und aller Philosophie. Aber sie sind und bleiben unsichere Ausgangspunkte. Jede Philosophie muss mit den unsicheren und oft verderblichen Ansichten des unkritischen Alltagsverstandes anfangen. Ziel ist der aufgeklärte, kritische Alltagsverstand, die Erreichung eines Standpunkts, der der Wahrheit näher ist und der einen wenig schlimmen Einfluss auf das menschliche Leben hat als manche der ungeprüften Vorurteile. Ich möchte hier einige Beispiele von weit verbreiteten und gefährlichen philosophischen Vorurteilen anführen. Es gibt eine sehr einflussreiche philosophische Auffassung vom Leben, die meint, irgendjemand müsse verantwortlich sein, wenn etwas Böses in dieser Welt geschieht. Jemand muss es getan haben, und zwar absichtlich. Diese Auffassung ist sehr alt. Bei Homer waren die Eifersucht und der Zorn der Götter für die meisten der schrecklichen Vorkommnisse verantwortlich, die im Feld vor Troja und in der Stadt selbst geschahen. Später im christlichen Denken ist der Teufel für das Böse verantwortlich. Und im Vulgärmarxismus ist es die Verschwörung habgieriger Kapitalisten, die das Kommen des Sozialismus und damit die Gründung des Himmelreichs auf Erden verhindern. Die Theorie, dass Krieg, Armut und Arbeitslosigkeit die Folgen böser Absichten und finsterer Pläne sind, ist ein Teil des Alltagsverstandes, aber sie ist unkritisch. Ich habe diese unkritische Theorie die Verschwörungstheorie der Gesellschaft genannt. Die Theorie ist weit verbreitet. Sie führt zur Suche nach einem Sündenbock und sie hat Verfolgungen und fürchterliche Leiden hervorgebracht. Ein wichtiger Zug der Verschwörungstheorie der Gesellschaft ist, dass sie zu wirklichen Verschwörungen ermutigt. Doch eine kritische Untersuchung zeigt, dass Verschwörungen kaum je ihr Ziel wirklich erreichen. Lenin, der die Verschwörungstheorie vertrat, war ein Verschwörer, auch Mussolini und Hitler. Aber Lenins Ziele wurden in Russland nicht verwirklicht, so wenig wie Mussolinis oder Hitlers Ziele in Italien oder in Deutschland. Sie alle wurden Verschwörer, weil sie unkritisch an die Verschwörungstheorie der Gesellschaft glaubten. Es ist ein bescheidener, aber vielleicht nicht ganz unwichtiger Beitrag zur Philosophie, auf die Fehler der Verschwörungstheorie der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Darüber hinaus führt dieser Beitrag zur Aufdeckung der großen Bedeutung der unbeabsichtigten Folgen menschlicher Handlungen für die Gesellschaft. Und er führt weiter dazu, die Aufgabe der theoretischen Sozialwissenschaften darin zu sehen, dass sie die sozialen Erscheinungen als die unbeabsichtigten Folgen unseres Handelns erklären sollen. Ein anderes Beispiel philosophischer Vorurteile ist das Vorurteil, die Meinungen eines Menschen seien stets durch seine Interessen bestimmt. Diese Theorie wendet man in der Regel nicht auf sich selbst an, sie wird vielmehr gewöhnlich nur auf die anderen angewendet, besonders auf die, deren Meinungen mit den unseren nicht übereinstimmen. Das hindert uns aber daran, neue Ansichten mit Geduld anzuhören und ernst zu nehmen, denn wir können sie durch die Interessen der anderen wegerklären. Damit aber wird eine rationale Diskussion unmöglich. Unsere natürliche Wissbegierde, unser Interesse an der Wahrheit über die Dinge verkümmert. An die Stelle der wichtigen Frage, wo liegt die Wahrheit in dieser Sache, drängt sich eine andere Frage herein, eine bei weitem weniger wichtige Frage. Was ist dein Interesse? Welche Motive beeinflussen deine Meinung?
so werden wir verhindert, von denen, deren Meinung sich von der unseren unterscheidet, zu lernen. Die übernationale Einheit der menschlichen Vernunft wird zerstört, jene Einheit, die auf unserer gemeinsamen Rationalität beruht. Ein ähnliches philosophisches Vorurteil ist die gegenwärtig außerordentlich einflussreiche These, eine rationale Diskussion sei nur zwischen denen möglich, die in Grundsätzlichen übereinstimmen. Diese verderbliche Lehre besagt, dass eine rationale oder kritische Diskussion über Grundlagenfragen unmöglich ist. Sie führt zu ebenso unerwünschten und nihilistischen Konsequenzen wie die verschiedenen zuvor besprochenen Theorien. Diese Theorien werden von vielen vertreten. Ihre Kritik gehört zum Aufgabenbereich der Philosophie.